So, ich bin jetzt hier beim Esmodi Presse-Event und mir gegenüber sitzt der Robin von Esmodi und der möchte mir jetzt Cortex erklären. Dann ja. Robin, ja, was ist denn das für ein Spiel? Cortex ist ein schnelles Denkspiel. Es ist sehr reaktionslastig, aber vor allem auch sehr kopflastig. Okay. Es gibt einen Stapel in der Mitte für alle Spieler und der zeigt uns verschiedene Aufgaben. Immer die oberste Karte, die Aufgabe muss gelöst werden und zwar so schnell wie möglich. Sobald ich die Lösung habe, lege ich meine Hand drauf und sage die Lösung dann. Ist das richtig, bekomme ich die Karte? Ist das falsch, muss ich einmal aussetzen. Aber Schlimmeres passiert auch nicht. Ziel ist es, zwei gleiche Aufgaben zu sammeln, um dafür ein Gehirnviertel zu kriegen. Die muss ich dann abgeben. Es gibt 8 verschiedene Aufgaben, das heißt, ich habe gute Chancen, immer mehrere Pärchen zu sammeln. Sobald ich mein Gehirn vollständig gefüllt habe, habe ich gewonnen. Die Farben sind dabei egal oder spielen die eine besondere Rolle? Die Farben sind insofern wichtig, als dass du nur so ein Gehirn erstellst, aber im Endeffekt 4 Punkte machen. Okay. Die Aufgaben sind total unterschiedlich. Das ist eine Labyrinthaufgabe, sprich, ich muss gucken, wo komme ich raus? Und die Antwort wäre A. Also man hält dann immer die Hand drauf und sagt dann die Antwort. Genau. Okay. Wer am schnellsten ist und richtig ist, kriegt die Karte. Es gibt, wie gesagt, 8 verschiedene Aufgaben mit Memory, sprich sich das merken, verdecken und dann sagen. Und die anderen kontrollieren es. Auch sehr lustige Aufgaben, wie die mit den Händen. Die linke Hand ist blau, die rechte Hand ist grün, ist rot. Der Daumen ist die 1, 2, 3, 4, 5. Und die Aufgabe ist, in diesem Fall die blaue 4 ans linke Auge zu halten. Oh, okay. Also muss man quasi den linken Ringfinger ans linke Auge sich halten. Ja. Und wer das am schnellsten macht, bekommt die Karte. Okay. Was das Spiel außerdem auszeichnet, das ist auf Video leider sehr schwierig, sind diese Karten. Wenn dieses Symbol kommt, muss der Spieler, der die letzte Karte bekommen hat, mit den Fühlkarten arbeiten. Die Fühlkarten, vielleicht sieht man es, wenn man sehr nah ist, sieht so ein bisschen, die Reflexion ist ein bisschen unterschiedlich. Sie sind so bedruckt, dass man, was dort abgebildet ist, erfühlen kann. Ja. Es gibt unterschiedliche, die werden auch dann vorab einmal mit offenen Augen erfüllt. Damit man weiß, was es alles gibt. Dann suchen die anderen Spieler eine aus und der Spieler muss die mit geschlossenen Augen erfühlen. Also, Okay. Das ist... Ich kann ja mal einfach eine zufällig nehmen und das ist... Oh, das ist gemein, das könnte die Elefantenhaut sein. Okay. Nee, nicht ganz. Nee. Kann man kurz anfassen? Ja, gut, wenn man es sieht und weiß, dann ist es natürlich einfach. Ne? Aber mit geschlossenen Augen kann ich mir schon schwer vorstellen. Es ist sehr tricky. Okay. Das Spiel gibt es in 3 Varianten. Wir haben jetzt 2 hier. Wir haben einmal das normale Cortex. Andere, genau. Dann haben wir Cortex Challenge Kids mit einfacheren Aufgaben für Kinder. Und es gibt noch die Cortex Challenge Geo, wo wirklich auch Geografiekenntnisse ein bisschen gefragt sind. Und das ist noch kniffliger. Okay. Ja, super. Dann vielen Dank für die Vorstellung. Sehr gerne.